Wir haben heute Geschichte geschrieben. Zweimal Westdeutscher, wieder zu Null. Wieder zu Null. Wieder zu Null. Ja. Westdeutscher Meister in 0-4. 0-4. 0-4. Eigentlich unmöglich, vor allen Dingen in dieser Altersklasse unmöglich, nur 3 Gegentore bekommen zu haben und ungeschlagen durch die Saison zu gehen. Und ja, vor allen Dingen gab es das ja so noch nie. Also es hat noch nie eine U17-Mannschaft geschafft, zweimal in Folge Westdeutscher Meister zu werden und ungeschlagen Westdeutscher Meister zu werden. Und die 3 Gegentore sind, glaube ich, auch bundesweit Rekord. Eigentlich absoluter Wahnsinn und macht uns als Trainerteam auch sehr, sehr stolz. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir dieses Jahr so weit kommen. Es war schon sehr gut. Ich habe das ja jetzt zum zweiten Mal erlebt, letztes Jahr auch. Also ich war sehr stolz auf die Mannschaft. Kann man eigentlich nicht beschreiben, wie gut das Gefühl ist. Wir haben ja 2-0 geführt und wenn es dann halt 2-0 in der letzten Minute steht, weißt du, es ist halt fast geschafft. Und dann wartest du halt nur noch auf den Abpfiff und als er dann kam, siehst du halt nur, wie die ganze Bank, deine Trainer alle aufstehen, rumschreien. Und einfach alle Emotionen raus. So beschreiben kann man das nicht wirklich, finde ich. Es war halt einfach Emotionen pur. Erleichterung und einfach, ja, Freude, sehr viel Freude. Es ist deutlich zu sehen, dass der Teamgeist ein anderer ist als vielleicht in anderen Vereinen und dass viel auch über so einen Teamgeist freigesetzt werden kann und auch passieren kann und dass es eine absolut verschworene Einheit wurde. Als du geduscht hast, raus warst, zu Hause warst und dann noch darüber nachgedacht hast, was du noch alles erreichen kannst, dann wird einem halt schon klar, wie weit man schon gekommen ist, aber wie weit man noch kommen kann. Und es ist halt dann auch nochmal so ein Ansporn gewesen, jetzt nicht abzuschalten, sondern halt einfach immer weiterzumachen. Ja, das ist halt, denke ich, auch wichtig. Der Titel des Westdeutschen Meisters ist einfach was total Besonderes, weil in dem Moment auch einfach so viel abfällt. Wir haben die ganze Saison darüber gesprochen auch, dass das der ehrlichste Titel ist und wie besonders es sein kann für uns als Mannschaft, aber auch für die Knackenschmiede und den Gesamtverein, das sowas zweimal in Folge zu schaffen, weil es das auch noch nie gab. Knappenschmiede ist die Jugendabteilung von Schalke 04, das NLZ, das Nachwuchsleistungszentrum. Ja, ein großer Name und ein Markenzeichen von Schalke 04, nämlich der Nachwuchs, die Nachwuchsarbeit. Und wir sind sehr stolz auf unsere Knappenschmiede. Wir legen sehr, sehr viel Wert auf Teamgeist, auf das Familiäre, auf das Miteinander. Und wir sind auch ganz klar der Meinung, wenn man da ein positives Gefühl hat, wenn man zur Arbeit kommt, wenn man in die Knappenschmiede kommt, dass das hilfreich ist und ich glaube, dass das auch was ist, was die Jungs, die Spieler in den jüngeren Mannschaften auch direkt mitnehmen sollen, aufsaugen sollen und dann die Werte der Knappenschmiede auch direkt verinnerlichen sollen. Wir können hier keine Schlösser bauen und erzählen irgendwelche Märchen, sondern wir erzählen den Spielern das so, wie wir das einschätzen und wie wir deren Weg hier sehen und erfinden dann nichts oder machen irgendwelche falschen Versprechungen, die wir dann nachher nicht anhalten können. Und das merken die Leute und das spricht sich auch rum. Und ich glaube, dass das ein großer Punkt ist, warum sich dann sehr viele auch noch für uns entscheiden. Ja, die Leute hier sind halt anders als wie in den anderen Vereinen. Man fühlt sich direkt wohl hier. Ich finde, hier kann man sich sehr gut weiterentwickeln. Jetzt
nicht so, wie man sich vielleicht ein normales Internat vorstellt. So ja, kalt, will ich es mal sagen, vielleicht mit Zimmer an Zimmer an Zimmer und einer großen irgendwie Aula, wo man dann, wo alle zusammen essen, sondern es hat diesen Einfamilienhauscharakter. Wieder auch da, Familie ist da wieder ein großer Begriff. U15 wirklich komplett Familie integriert. U16, U17 ein Einfamilienhaus mit einer Einliegerwohnung und Gastfamilie dann dabei. Und dann U19, ja, sehr, sehr selbstständig in einem Einfamilienhaus. Die Eltern sind nicht da, man muss seine Dinge selber sich darum kümmern. Ja, man lernt auch viel dabei. Jeder versteht sich hier gut, man ist gerne hier und er hilft auf jeden Fall. Morgens in der Schule, wenn wir nach Hause kommen, dann ist das Essen ab 13 Uhr fertig. Dann essen wir alle zusammen und dann macht der Koch auch für nach dem Training auch Essen. Dann nach dem Training sitzen wir wieder alle zusammen und essen was. Und macht auch Spaß zusammen zu essen, kann ein bisschen reden. Ja, ist schon gut. Wenn Champions League läuft oder Spiele, die interessant sind, gucken wir halt alle zusammen hier das Spiel an und chillen hier halt. Wie ich das alles gesehen habe, ja, es gibt jeden Tag mehr Motivation. Traurig manchmal die Eltern nicht zu sehen, aber für einen Traum muss man ja alles machen. Ja. Welchen Traum? Fußballprofi. Ja, ein großer Traum. Ja. Also jeden Tag Training fast, außer Mittwochs. Ist schon hart, aber mehr Arbeiten lohnt sich irgendwann aus. Und deswegen muss man durch, egal was kommt. Mein ganzes Leben, an das, was ich mich erinnern kann, war halt immer Fußball, Training, Schule, Training. Andere in deinem Alter, die jetzt nichts machen, was ich jetzt zum Beispiel mache. Und dann siehst du halt, wie die manchmal Feier gehen am Freitagabend oder Samstagabend und du dann dich auf den Spiel vorbereiten musst. Aber es ist halt ein großer Teil vom Traum, auf den wir alle hinarbeiten. Und das muss man halt dann in Kauf nehmen. Und dann ist das auch kein großes Problem in deinem Leben. Also dann freust du dich halt jeden Tag, dass du trainieren kannst und willst. Zwei Tage ist schon das erste Halbfinale. Wir werden uns gut warm machen mit Koordination. Danach gehen wir sehr, sehr schnell ins 11 gegen 11, damit wir die Sachen auch durchsprechen, durchlaufen. Es muss absolute Klarheit sein heute nach dem Training im 11 gegen 11. Wenn Fragen sind, sofort stellen, damit wir 100% vorbereitet sind, was den absoluten Plan angeht. Und dann werden wir nochmal unsere Spielform machen, Abschlussspiel machen, wo wir dann den einen oder anderen auch nochmal schonen, weil Mertjan und Herrn haben auch nochmal 90 Minuten gespielt vor zwei Tagen. Also müssen wir da auch so ein bisschen auf die Belastung achten. Und dann sind wir für heute auch durch. Morgen dann ein sauberes Abschlusstraining und am Samstag ein Top-Match. Okay? Dann mit einem gutes Training erstmal. Die Jungs sind voller Vorfreude. Freuen sich auf diese Spiele, freuen sich endlich auch mal auf was ganz anderes, was die Kulisse angeht, was das Fernsehen angeht. Simulieren können wir es nicht, aber die Vorfreude ist groß und die Herangehensweise, aber die Abläufe bleiben die gleichen. Wir haben ja bisher mit den Herangehensweisen und mit den Abläufen, die wir hatten vor solchen Spielen, immer sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, waren damit sehr erfolgreich und insofern bleiben die Abläufe auch die gleichen. Wenn wir mit 100% da reingehen als Team, dann glaube ich, machen wir das schon. Es gibt ja viele Mannschaften, wo 11 Einzelspieler auf dem Feld stehen. Und wir, sag ich mal, letztes Jahr und dieses Jahr waren immer als Team auf dem Platz. Hat man auch gesehen, was für einen Erfolg wir dann haben. So als Team auf dem Feld zu stehen, kann ich jede Mannschaft. Schon sehr heiß drauf auf das Spiel. Und die Mannschaft ist auch am Brennen.
Ja, wir sind auf jeden Fall bereit für das Spiel. Bereit für den Startschuss der großen Juniorenfußballwochen. Das Halbfinale in der U17-Bundesliga, der DSC Arminia Bielefeld gegen den FC Schalke 04. Immer drauf. Gutes Spiel, wenn er aufkommt. Ja! Einmal runtergehen. Auf geht's. Schalke ist vorne und aus der Distanz kann Artjom Zaloa da nichts machen. Mertcan Ayhan, kraftvoll, energisch. Das Lustige ist, vor der Ecke habe ich dem Thailand schon gesagt, wir machen jetzt einen. Und als der Ball dann so geflogen ist, ist gefühlt Zeitlupe, wenn der Ball dann auf deinen Kopf genau fliegt. Und da hast halt schon viele Gedanken im Kopf. Aber dann springst du halt einfach hoch und versuchst den Ball aufs Tor zu köpfen irgendwie. Und ja, das ist mir halt gelungen. Und dass er dann reinging, war natürlich umso besser. Aktion hier. Jetzt mit Niklas Alter zusammengerauscht. Im Moment hatte ich halt wirklich schon einen Schock. Also ich habe halt an das Schlimmste gedacht in dem Moment. Auch wenn du so schon im Spiel drin bist, das volle Adrenalin in dir hast, kommst du halt schon in so einen Schockmoment und dann hast du auch schon ein bisschen Angst. Mich hat ehrlich gesagt total aus dem Konzept gebracht und auch so ein bisschen schockiert, dass die ganzen Gästefans, die sofort hinterm Tor waren, dass die nach wenigen Sekunden, ich kann es jetzt gar nicht so richtig fassen, wie viel Zeit dazwischen war, angefangen haben, Richtung Sanitäter zu rufen. Aber wirklich im Kollektiv. Und das wiederum hat mich total zum Konzept gebracht, sodass ich dann auch irgendwann auf den Platz gelaufen bin. Das habe ich auch im Nachgang erstmal alles so ein bisschen realisiert, ich da auch mal mitten auf dem Platz stand. Und dann aber auch mal versucht hat, auch die Spieler da wegzuholen. Weil ich in dem Moment davon ausgegangen bin, es könnte was Schlimmes sein. Und wollte da die Jungs dann auch von wegholen. Ja, war natürlich dann im Nachgang extrem beruhigt, als Niklas dann wieder stand und ich dann das Zeichen von meinem Physiotherapeuten bekommen habe mit dem Daumen nach oben. Da habe ich dann auch durchgeatmet. Dass er dann noch weiterspielen konnte, fand ich schon krass, muss ich sagen. Aber das zeigt halt auch seinen Willen, dass er der Mannschaft helfen will. Ja! Glückwunsch zum Sieg und wir sind die einzige Mannschaft, die einzige im Westen, die gegen Bielefeld 0 gespielt hat. Und das zweimal, Männer. Zweimal, Männer. Jetzt in den Familien auch da Dankeschön sagen, dann ausruhen. Zwei Tage und dann sehen wir uns am Dienstag, Männer. Jetzt passiert. Du viele Möglichkeiten bekommen, die musst du dann konsequent nutzen. Das ist ein Foulspiel. Was ist ihm genau passiert oder wie ist das denn überhaupt passiert? Ja, also, ist natürlich klar gegen so ich habe den angenommen, bin dann den ersten vorbei, vor dem zweiten und
Der hat mich innerhalb von Minuten weggehauen. Genau, ich weiß nicht genau, ob ich umgekippt bin oder ob das durch den Schlag war, den er mir gegeben hat. Auf jeden Fall, als ich dann da lag, habe ich direkt gemerkt, dass das nicht so ganz schlimm ist, wie ich schon mal hatte, aber dass es schon etwas Schlimmeres ist. Kämpft sich da gut durch. Ich dachte aber dann, dass es doch ein bisschen weitergeht. Hab's dann bis zur Halbzeit probiert. Und dann nochmal einen Tape bekommen. Wollte dann nochmal ein paar Minuten probieren, gucken, ob es vielleicht doch geht. Vielleicht noch ein Tor schießen. Aber dann habe ich schnell gemerkt, dass es doch nicht geht und habe mich dann lieber auswechseln lassen, bevor es halt dann noch schlimmer wird. Möglichkeiten bekommen, die musst du dann konsequent nutzen, das ist ein Foulspiel. Ist halt nicht der, der den Schub bringt von Schalke. Ja, ja. Einmal tauschen. Ja. Ja? Ciao. Ciao. Wir haben schon mal so eine schlimme Situation durchgemacht, die war weitaus schlimmer. Da ist er ein Jahr ausgefallen, hatte Sprunggelenk komplett gebrochen, mit Metall im Fuß hat er dann, wurde er eingesetzt das erste Mal beim Willi Landgraf, hat 2 Tore gemacht sofort. Mit der Verletzung macht. Also der hat nicht aufgegeben. Und jetzt, wo Jermaine sagt, ja, im schlimmsten Fall 6 Wochen, ist zwar total doof mit dem Finale und zweiten Halbfinale, total schade. Ganz am Anfang war es jetzt nicht direkt der Traum, bei Schalke Fußballprofi zu werden. Aber wo ich dann mittlerweile immer älter wurde und die Profis immer wieder gesehen habe, ich habe gesagt, ich will da Fußballprofi werden und will dafür sorgen, dass wir mal die Meisterschaft gewinnen. Und das ist so mein ganz, ganz hohes Ziel. Und für das kämpfe ich jetzt und hoffentlich geht es in Erfüllung. Seit 13 Jahren bin ich auf dem Platz mit dem Jermaine. Urlaub kann man nicht planen, geht nicht, weil irgendwas ist mit dem Fußball. Jermaine verzichtet auf früher schon auf Freizeitveranstaltungen, weil was ist mit dem Fußball? Ich weiß ganz genau, Jermaine wird total gerne das Halbfinale spielen und wird gerne mithelfen, in Aktion sein. Hier über meinem Bett ein paar besondere Highlights aus meiner Fußballkarriere. Und mein Opa war mein Trainer und das war auf unserem ersten Turnier bei meiner allerersten Mannschaft bei SSV Rothausen. Hier habe ich aus der U16 bin ich zur U17 hoch im Trainingslager und habe dann im Testspiel gegen Wolfsburg ein Tor gemacht. Also hier nach dem Training verbringe ich eigentlich die meiste Zeit, zocke ein bisschen, meistens mit meinem Onkel und ab und zu mal auch, wie man da sieht, eine kleine Kamera, bin ich auch am Stream auf Twitch. Jacke brauchst du nicht, wenn du fertig bist oder was Neues. Ciao. Ja, meldest du dich dann, ne? Ja. Jermaine, okay. Tschüss. Dass er dann noch weiterspielt, zeigt halt seinen Willen, unseren Willen als Mannschaft. Also, dass er dann noch der Mannschaft weiterhelfen will, obwohl er Schmerzen hat. Also, ich kann mir nicht vorstellen, durch was für Schmerzen er gegangen ist, um uns weiterzuhelfen. Und halt bis ans Maximum gegangen ist. Ich glaube, bis zur 60. Minute oder so hat er noch gespielt. Und das zeigt halt einfach, wie viel Willen in uns steckt, in unserer Mannschaft, in den einzelnen Spielern, dass er dann noch der Mannschaft weiterhelfen wollte. Und ja. Dass dann natürlich so eine schwere Verletzung ist, ist natürlich bitter. 17:40 kommt Wasser. Meine Spieler, würde ich sagen, sind im Laufe des einen Jahres, was ja noch nicht so ganz ein Jahr ist, um 3-4 Jahre gereift. Und ich hatte das Gefühl, jetzt nicht nur im Fall von Jermaine, sondern auch schon vorher in so ein paar Situationen, dass die eine extreme Sensibilität dafür entwickelt haben, für die Leistungsbereitschaft von einzelnen Spielern. So, ganz egal, in welche Richtung das ging, aber sie wussten das so richtig zu schätzen, wenn jemand wirklich alles gegeben hat oder gelitten hat oder sich durchgebissen hat. Und das ist einfach ein Zeichen von Reife. Für mich ist das wie eine große Familie. Ja. Da kommt mit jedem klar und jeder kommt mit jedem klar. Und wenn mir was nicht passt, dann wird mir im Tacheles geredet und dann stimmt die Sache wieder.
so wie das im Pott ist, ne? Ist ja auch ein bisschen sentimentaler Junge. Braucht schon mal ein bisschen Trost. Man redet dann auch, ne? Also, wenn du dann aus der Kabine rauskommst, dann ist halt nur noch voller Fokus aufs Spiel. Dann blendest du halt alles andere aus. Und spätestens, wenn du dann auf dem Platz stehst, dann ist halt der volle Fokus beim Spiel. Schienel wird das Ganze, den haben wir gerade eben gesehen, der Coach von Schalke, wird das Ganze aus besonderer Position, aus der Vogelperspektive fast schon verfolgen, vom benachbarten Gebäude, denn er ist gesperrt. Das haben Sie eben von Jürgen Schmitz erfahren und er selber hat es auch erst im Nachgang des Hinspiels erfahren, vollkommen überrascht gewesen. Nämlich die Gelbsperre wurde bei ihm im Gegensatz zu den Spielern mit übernommen in das Halbfinale und deswegen dürfte er eigentlich nicht dabei sein, aber es ist niemandem aufgefallen. Deswegen muss er es jetzt im Rückspiel absitzen. Robin Willicke, der Co., haben wir auch gerade im Bild gesehen, wird für ihn übernehmen. Mit dem hat er letztes Jahr gemeinschaftlich den Titel geholt. Beginnen wird das Heimteam in Weiß von links nach rechts. Halt brutal, weil ich quasi also immer noch so nah dran war, dass ich hätte reinrufen können. Dass ich auch das Gefühl hatte, ich kann Einfluss nehmen, durfte aber nicht. Und deshalb bin ich auch irgendwann rein. Also ich bin dann rein in den Besprechungsraum, habe mir quasi das Spiel dann vom Fernseher aus angesehen, weil ich da wusste, okay, über den Monitor kann ich keinen Einfluss nehmen, egal wie laut ich bin, egal wie sehr ich gestikuliere, ich habe hier keinen Einfluss. Und das war dann für mich persönlich einfacher, als wenn ich dann doch irgendwo in der Nähe bin, aber nicht darf, weil es war für mich unmöglich, da zu stehen. Und das war für mich eine, ja, muss ich ehrlich so sagen, eine grausame Erfahrung, in die ich mich mit Sicherheit nicht nochmal bringen werde. Steve! Komm, Ball in die Box! Genau, bring die Ball in die Box! Becker, wenn du dem riechst, dann gibt's Ecke oder es ist Flanke. Denen gesagt, also ich habe all das gesagt, was ich wirklich gefühlt habe. Also ich habe denen gesagt, dass ich, dass es eigentlich für das, was ich, also dass das Wort Stolz nicht genug Gewicht hat für das, was ich empfinde. Und dass ich kein Wort dafür habe. Ich weiß nicht, was die nächste Stufe von Stolz ist. Ich weiß auch nicht, was die Superlative von Stolz ist, aber es ist das, was ich für sie empfinde. Und habe ihnen gesagt, dass sie eine unfassbare Saison gespielt haben. Hab da später am Abend dann nochmal eine Sprachnachricht auch reingeschickt in unsere Mannschaftsgruppe mit all den Erfolgen, die wir erreicht haben im Laufe der Saison, einfach damit die Jungs das nochmal hören und damit sie sich auch immer wieder anhören können. Und dann kamen ganz viele Reaktionen auch mit Herzen und was mir auch nochmal wieder ein besseres Gefühl gegeben hat. Und das waren meine Worte erstmal jetzt direkt nach dem Spiel. Ist jetzt ganz wichtig,
dass die Jungs daraus lernen, bei aller Enttäuschung, die wir natürlich alle in uns spüren, weil wir wären sehr gerne auch ja, zweites Mal hintereinander ins Finale gekommen und wären auch gerne das zweite Mal hintereinander Deutscher Meister geworden. Aber der Lerneffekt aus so einem Spiel ist, glaube ich, auch wenn es hart ist, aber der ist sehr, sehr hoch. Natürlich wollen wir siegreich sein, wir wollen Spiele gewinnen, wir wollen diese Siegermentalität in der knappen Schmiede auch haben. Und freuen uns über einen deutschen Meistertitel, über eine westdeutsche Meisterschaft, über einen Westfalenpokal, über einen DFB-Pokal. Weil das sind ja auch ja, Titel, die die Jungs für sich mitnehmen, wo sie auch eine Entwicklung nehmen, wo sie sagen, Mensch, ich habe einen Titel gewonnen, weil das ist ja am Ende ja auch was, was man, ja, wovon man lernt, wovon man zehren kann. Und das gehört dazu, das wollen wir, aber an allererster Stelle sollte die Entwicklung der einzelnen Spieler stehen. Wir haben ja alle unsere Erfahrungen rausgezogen und die wiegen wahrscheinlich jetzt mehr als der Titel der deutschen Meisterschaft. Mit der ehrlichen Wahrheit auch, dass es trotzdem wehtut.